Das ist etwas, was wirklich toll ist, dass man wirklich sagt, okay. Vorführshow für ein neues Mercedes-Modell. Der Autobauer hat in vergangenen Jahren Kundenvertrauen verloren. Von Thomas Weber hängt es ab, wie Daimler in Zukunft dasteht. Seit 5 Jahren ist er im Konzern Forschungschef. Forscher und Entwickler sind Menschen, die permanent fragen, warum, was, was machen Sie, was wollen Sie, was möchten Sie morgen machen? Weil was wir ja heute tun, ist Ideen entwickeln und Produkte für morgen, für die Zukunft. Deswegen sind diese Leute immer, ich auch, glaube ich, immer neugierig, wollen immer neue Themen erfinden. Super, was macht er hier? Im Mercedes-Werk in Sindelfingen. Die Mitarbeiter tüfteln an den Autos von morgen. Eigentlich eine streng geheime Angelegenheit. Doch ein Blick vorab für die Kamera ist eher hilfreich, das angekratzte Image aufzupolieren. Denn Thomas Weber setzt bei den neuen Modellen verstärkt auf umweltfreundliche Technologien. Bei der S-Klasse ist es der Hybridantrieb, mit dem Daimler beim Kunden punkten will. Muss ich schon sagen, da beneide ich euch ja fast, dass wir da so richtig nah an diesen Themen dran ist. Super. Wann fahre ich das erste Mal das Auto in der Versuchsfahrt? Eine Pionierrolle soll dieses Auto übernehmen. Brennstoffzelle. Wie geht's? Zeigt mir, wo er steht. Ein Elektroauto mit Brennstoffzelle als Antrieb. Das ist der Antrieb der Zukunft. Da bin ich absolut überzeugt. Die Kunden werden begeistert sein. Die Autos mit solch einer Brennstoffzelle werden bald in kleiner Serie produziert. Und diese oft geäußerte Kritik, Mercedes habe den Ökotrend lange verschlafen? Gut, diese Diskussion trifft mich schon, weil genau das Gegenteil der Fall ist. Wir pushen, wir machen unglaublich Druck, wir versuchen diese Technologien jetzt in Serie zu bringen. Da ist sicher eine Diskussion, Henne-Ei, wer wartet da auf wen? Und genau deswegen haben wir jetzt auch im Vorstand beschlossen, wir warten jetzt nicht mehr, wir starten mit den Technologien jetzt durch. Der Stern auf dem Weg ins emissionsfreie Zeitalter. Der Kunde will saubere Autos, sagt Weber. Und was der Kunde will, soll nun Vorrang haben vor den Ideen motorenbegeisterter Ingenieure. Sehr schön. Wie gehabt? Im virtuellen Labor. So. Hier konstruieren die Entwickler mit Hilfe des Computers. Der Vorteil, sie können zum Beispiel den Spiegel gleich testen, ob er beim Einparken funktioniert. Mal den Spiegel schön einstellen. Das war ein bisschen ungewöhnlich, aber. Bereich der Sichtfläche da vorne. Ja. Die Entwicklung neuer Autos ist extrem teuer. Rund 20% Kosten spart Weber mit Hilfe der virtuellen Konstruktion. Jawohl, perfektes Einparken. Automatisiert in dem Fall. Sehr gut. Wir haben sehr früh dann unsere Forscher beauftragt, mal drüber nachzudenken, könnten wir denn das nicht bei uns einsetzen, weil wir erkannt haben, es ist ein mühseliger Prozess, eine Idee in Hardware darzustellen, dann das zu fahren und dann zu erkennen, eigentlich war es doch nicht richtig. Könnt ihr mir kurz die Mappe für die Vorstandssitzung nächste Woche geben? Wann ist die? Das Büro ist nicht gerade der Ort, wo Thomas Weber am liebsten ist. Der 55-Jährige, der in seiner Freizeit auch mal gern aufs Rad steigt, werkelt nicht gern allein vor sich hin. Das zeigt sich auch in Gesprächen, in denen er meist im Wir spricht. Vielleicht gilt Weber deshalb auch im Konzern als umgänglicher Typ. Das kann ich alleine bewirken. Ich überschätze auf keinen Fall die Rolle von mir. Mein entscheidender Job ist, dass ich dieses Team forme, die Zusammenarbeit organisiere und am Schluss sind wir nur so gut, wie wir zusammen sind. An Thomas Weber liegt es, dass Daimler der Konkurrenz davonfahren kann. Ob es ihm gelingt, das werden am Ende aber die Kunden entscheiden.